So, Max, nach dem Spiel, wie sind die Emotionen? Ja, natürlich enttäuscht, weil wir verloren haben, relativ knapp. Aber man muss das Positive sehen, nachdem wir mitten in der Saison sind, dass wir recht gut mitgespielt haben, dass wir phasenweise ihre Offense wirklich auf Null gestoppt haben und auch mit unserer Offense gegen eine sehr gute Defense Yards gemacht haben. Und jetzt gilt es einfach zum Training zu kommen, aus einer Niederlage zu lernen, lernt man meistens am meisten, mehr als aus einem Win. Und nächster Gegner, die Season ist kein Sprint, kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon. Und das muss etappenweise, muss man sich verbessern. Und ich hätte lieber gewonnen, aber man muss damit umgehen und das Beste daraus machen. Nächster Gegner, die Raiders, gegen die ihr auswärts im Hinspiel verloren habt. Was ist für das Rückspiel, was ist da das Rezept dafür? Diszipliniert Football spielen, das ist ein Option-Team. Das heißt, man muss in der Defense diszipliniert jeder seinen Mann sozusagen spielen, seine Aufgabe. Und dann ist wichtig, das Spiel zu gewinnen, weil wir haben das Rückspiel verloren mit einem Punktunterschied, weiß ich jetzt nicht mehr. Und für die Ausgangslage, dass wir eine Playoff-Chance auf Heimrecht haben, sollten wir es gewinnen. Es war heute die stärkste Offense, die gegen die ihr gespielt habt. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung und die von der gesamten Defense? Ja, wenn man verliert, kann man nie zufrieden sein und prinzipiell muss man erst ein Video anschauen. Also ich hätte sicher viel mehr besser machen können, das steht außer Frage. Die Defense hat phasenweise sehr gut gespielt, das ist halt der eine Moment, wo man das Spiel entscheiden kann bei dem letzten Drive, wo sie gescored haben über die Mitte, wenn wir da den Ball runterschlagen, dann ist es ein Turnover, das heißt unsere Offense kriegt den Ball, wir können die Uhr runterlaufen, aber das ist als Variablen und man muss einfach zum Training kommen und besser werden. Von der Niederlage abgesehen, wie war es für so eine Kulisse zu spielen für dich? Ja, ist natürlich cool, weil unterm Strich ist es ein Hobby und man macht es, weil es einem Spaß macht, sonst könnte man am Sonntag auch daheim am Sofa sitzen. Und ein gutes Team vor einer guten Kulisse spielen und einem schönen Tag ist natürlich immer super und deswegen macht man Sport. Thomas, du hast heute dein erstes Spiel gehabt nach einer langen Verletzung, nach einer OP. Wie ist es damit gegangen? Ja, ich meine, ich habe jetzt schon seit 3 Wochen wieder mittrainiert. Ich habe zwar noch Schmerzen, aber es ist im Großen und Ganzen relativ gut gegangen. In der Defense bin ich einrotiert, weil der Jakob Liebmann sie leider verletzt hat und ja, das war mein Glück, dass ich ein bisschen tiefen Tag gespielt habe und nicht nur Special Teams. Du hast gesagt, du warst die ersten 3 Wochen mehr als Trainingsgast da, als Spieler. Wie ist das, wenn man da zuschauen muss auf der Tribüne und nicht mitkämpfen kann am Feld? Ja, es ist relativ schwer, weil du willst einfach mit deinen Kollegen da aussehen und willst einfach helfen, weil du weißt, du kannst helfen und du kannst es ja alles, nur du bist einfach noch verletzt und kannst körperlich noch nicht aussehen. Das ist halt sehr schwer an der Sideline. Nächstes Spiel gegen die Raiders. Was musst du persönlich besser machen? Ich muss besser machen. Ich muss wieder reinkommen ins Footballspielen. Ich bin jetzt erst seit 3 Wochen wieder dabei. Ich bin jetzt schon relativ gut wieder drin, aber es gibt noch ein paar kleine Mängel beim Lesen und beim Tacklen. Ich muss einfach aggressiver wieder spielen. Wie ist der körperlich gegangen nach einer Trainingspause, einer doch längeren? Körperlich, Kondition war nicht so die beste, sagen wir mal. Aber vom Knie her, ich habe zwar ein paar Schmerzen, aber es geht. Es geht sehr gut mit dem Knie. Okay, danke fürs Interview und alles Gute fürs nächste Spiel. Danke. Coach, nachdem das Spiel in der Halbzeitpause ja noch gegen Sie gestanden ist, wie optimistisch waren Sie, dass Sie es noch drehen können? Ich war sehr optimistisch, aber das hängt auf die Spieler. Ich habe zu meinen Spielern, meinem Team gesagt, dass wir müssen besser spielen, wir müssen unsere Adjustments machen. Der Giants war sehr gut vorbereitet für dieses Spiel, das ist gesehen in der ersten Halbzeit. Und wir haben unsere Adjustments gemacht in der zweiten Halbzeit und ein paar Big Plays gemacht, dritte, vierte, Viertel. Und das hat in unsere Richtung gegangen. Eine Minute vor Schluss haben die Giants ja noch den Ball gehabt. Wie hoch war der Adrenalinspiegel da bei Ihnen? Ja, es ist immer hoch. Es ist ein gutes Gefühl. Das ist, warum wir spielen. Wenn es ist 50-0, ist es nicht mehr sehr spannend für die Zuschauer, für die Spieler, für mich. Und ja, wir haben gewusst, dass es konnte zum letzten Minuten kommen gegen die Giants. Und am Ende, wir haben die Interception gemacht, Peter Tuch hat den Superplay gemacht und ja, so ist das. Die Hinrunde ist ja jetzt vorbei mit diesem Spiel. Die weiße haben Sie noch. Spricht man da schon von der Perfect Season? Nein, nächste Woche ist die Perfect Woche. Das ist unser Ziel. Wir reden überhaupt nicht über das. Wir haben das gesehen letztes Jahr. Wir waren 8-0 oder 9-0 und dann wir haben verloren gegen die Giants in UPC Arena. Wir gehen Woche zu Woche und ich glaube, wir haben sehr gute Stimmung im Team, sehr, sehr gut selbstbewusst, dass wir können vom 13-7 zurückkommen und gewinnen ein Spiel. Ja, danke fürs Interview und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der UPC Arena. Okay, passt. Danke, ciao. Tschüss. Bye-bye. Coach, I guess you're not happy with the outcome, but I guess you're happy with the way your team played today.
Well, anytime you come up to Hawaii Varsity and put together a game like we did today, you're obviously happy. We just came up a little bit short. That's life. That's football. You know, he catches that ball. Who knows what happens? So it's pretty exciting that we got to, that we were in a position to play at the end the way we played. And I couldn't be more proud of our guys for battling through. And, you know, we get to see him again pretty soon. So what have you told you guys after the game? Just that I'm real proud of them. You know, we're just a couple plays away from being on the other end of that scoreboard, and that's what you play for, you know? The first half of the season is over with this game. Give us your thoughts about the season so far. Well, I think that the JCL Giants Graz are a team that's shown that they can play the game of football. I think we're improving week in and week out, which is important. That's what we want. And we'll see where we go from here. Thanks for the interview, and good drive back home. Thank you. Thanks.